Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und heute würde ich euch gerne die drei positiven Faktoren für die Biotech-Branche nennen. Was sind denn mögliche Gründe, dass die Biotech-Branche in den nächsten Monaten wieder richtig anzieht oder vielleicht für euer Konto auch relevant wird? Zusätzlich habe ich hier einige interessante Features, die ihr für den Biotech-Bereich nutzen könnt und steigen wir direkt ein und schauen uns einmal diese Faktoren im Einzelnen an. Das heißt, wir haben zum einen, was glaube ich für mich immer noch der Hauptfaktor ist, das Chance-Risiko-Verhältnis. Wir werden das gleich dann auch an Beispielen zeigen. Das heißt, oft sind natürlich außerordentliche Renditen möglich, die auch weit über 100, 200% gehen, davon aber ein sehr kleines Risiko notwendig ist im Vergleich zu den potenziellen Gewinnen. Das werden Sie sicherlich in anderen Bereichen eher seltener haben, dass das Chance-Risiko-Verhältnis in diesem Bereich dann wirklich so gut für Ihre Seite spricht. Ja, das Zweite ist Sektorenrotation. Das heißt, wir hatten jetzt, glaube ich, gerade nach Corona natürlich einen extremen Hype im Biotech-Sektor, haben da auch richtig starke Anstiege gesehen und sind jetzt fast wieder auf dem Niveau zurück vor der Corona-Krise. Und glaube, dass es in den nächsten Monaten oder auch Jahren hier sicherlich wieder ganz relevant wird, auf den Biotech-Sektor zu achten. Auch dazu wollen wir uns natürlich gleich noch ein paar Details mit anschauen. Und der letzte Punkt ist natürlich die Kontogröße. Ich glaube, der Biotech-Sektor, auch mit vielen kleineren Penny-Stocks, ist für jede Kontogröße interessant. Kann natürlich auch im Zusammenhang mit Punkt 1 gesehen werden, mit dem Chance-Risiko-Analyse, dass wir hier halt wirklich Möglichkeiten haben, mit kleinen Konten auch gute Renditen zu erzielen und dementsprechend auch mehr als zwei, drei Positionen in diesen Bereich mit reinzunehmen. Gehen wir direkt einmal in den Handel rein oder in Einzelbeispiele. Da habe ich hier schon einmal eine Übersicht für Sie vorbereitet. Das ist hier mit der TradeStation-Plattform, geht für TradeStation Securities, also sprich TradeStation 10.0, als auch die TradeStation 9.5. Alle, die diesen Workspace gerne nutzen würden, mit diesen jeweiligen Tools, die wir hier sehen, lassen Sie einen kurzen Kommentar oder schauen Sie sich die Links unter dem Video an. Natürlich freuen wir uns auch über jeden Like und jeden Follower oder über jedes Feedback, vielleicht auch Erfahrungswerte aus eurem Bereich, was den Biotech-Sektor anbelangt. Bevor wir vielleicht auf Einzelwerte gehen, nochmal ganz kurz ein Punkt zu Punkt 2, was wir hier hatten, also sprich zu den Chancen, zu den Sektorenrotation. Da sehen wir, glaube ich, hier in diesem Chart sehr, sehr gut, was das Ganze momentan bedeutet. Wir haben oben die Linie, das ist jetzt ein prozentualer Chart, das ist das ETF auf dem Biotech-Sektor, also quasi der Index Biotech. Und darunter sehen Sie hier sehr schön den S&P 500 und sehen, dass wir hier Ausschläge hatten. Das können Sie vielleicht jetzt durch mein Bild nicht ganz sehen, Ausschläge bis auf 500% oder weit über 500%. Der Wert ist jetzt wieder zurückgekommen hier auf ein Niveau, ja, weit vor dem, was wir in dem Bereich ja, vor Corona hatten. Und prozentual jetzt mit 190, knapp 200% der S&P im Plus, wenn man das hier von Anfang des Chartes rechnet. Und da sehen Sie auch die Möglichkeiten natürlich. Wenn so ein Sektor springt, wird der viel stärker als der S&P natürlich fungieren. Und wenn Sie jetzt mal sehen, das ist ja nur der Index selbst auf die Biotech-Werte, wenn Sie jetzt die richtigen Einzeltitel haben, die richtigen Einzeltitel finden, dann ist natürlich viel mehr möglich, als was wir hier in dem gesamten Sektor sehen. Und da will ich euch natürlich ein Stück weit helfen, diese Werte zu finden. Wir haben hier auch eine ganz interessante Kooperation. Infos dazu findet ihr auch hier unten in der Videobeschreibung. Also schaut es euch gern einmal an. Könnt das Ganze auch in der Form einen Monat kostenlos testen. Und wir würden euch natürlich gerne noch weitere Tools hier diesbezüglich mit zur Verfügung stellen. Wir sehen das auch nochmal etwas detaillierter im Candlestick-Chart, dass wir hier auf diese Niveaus zurückkommen. Da haben wir ein Doppeltief und ich glaube, wenn der Sektor einmal anspringt, das sieht man
Hat man sehr gut im prozentualen Chart gesehen. Es sind natürlich hier viel, viel größere Gewinne möglich, als es vielleicht bei den Standardtiteln im S&P 500 der Fall ist. Und deswegen auch hier Chance-Risiko-Verhältnis natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der natürlich speziell hier im Biotech-Bereich viel, viel größer ist als in anderen Sektoren. Hier haben wir einmal ein Screening vorbereitet für euch mit allen Werten aus dem Biotech- und Arzneimittelbereich. Hier sind ganz verschiedene Screening-Tools mit eingefügt. Ich glaube, ganz zu Beginn sehen wir hier das Volumen, was natürlich immer ein entscheidender Faktor für die Selektion sein sollte. Da haben wir ganz oben ein interessantes Beispiel, was wir uns auch dann direkt mal im Chart anschauen können. Da seht ihr hier auf der linken Seite, wie so etwas aussieht. Natürlich, wenn das Volumen reinkommt, dann wird es interessant. Dann schlägt auch dieser Screener aus. Und so finden wir natürlich hier auch Werte wie jetzt in diesem Bereich. Und wenn wir mal schauen, der fängt hier bei 2 Dollar, 2,20 Dollar an, sich zu bewegen. Und wenn Sie sehen, der Spitze war jetzt schon bei 5 Dollar. Das heißt, man hat prinzipiell 2,80 Dollar wäre jetzt der maximale Gewinn, wenn man mal die 2,20 Dollar als Referenz für den Einstieg nimmt. Aber was könnt ihr verlieren? Das heißt, maximal die 2,20 Dollar, die eingesetzt wurden, wenn man hier natürlich auch einen dementsprechenden Stop setzt, vielleicht bei 1 Dollar oder bei 1,20 Dollar, dann im Endeffekt noch viel weniger. Und das verstehe ich unter Chance-Risiko, dass man halt hier weniger riskiert, als man am Ende als Gewinn realisieren kann. Gibt natürlich einige Sachen, die dabei noch zu beachten sind, aber ich glaube, dieses Beispiel zeigt es ganz gut, dass Chance und Risiko hier natürlich ein sehr, sehr interessantes Verhältnis für euch als Anleger bietet. Und deswegen glaube ich auch mit diesem Screener einen guten Mehrwert zu schaffen, neben den weiteren Informationen, die wir hier im Biotech-Bereich noch mit anbieten. Wir können genauso bei den Voluminas auch mal schauen, wie sieht es denn im Optionsbereich aus? Welche Aktien haben denn im Optionsbereich vielleicht momentan besonders hohen Zuwachs im Volumen selber? Ob das auf der Call-Seite ist, ob das auf der Put-Seite ist, hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten, die man neben dem normalen Aktienvolumen auch noch mit hinzuziehen kann. Wir haben auch Möglichkeiten, wenn einmal interessante Werte vorhanden sind, dass diese natürlich dann auch mit sogenannten Alarmfunktionen hier belegt sind, und diese Werte dann dementsprechend, ja, in weiteren Tranchen mit zusätzlich gekauft werden. Da habe ich auch mal ein Beispiel mit dem Symbol PLUM rausgesucht. Das heißt, hier sind wir auch in einer längeren Abwärtsphase. Da geht es dann aber speziell eher um die News, die jetzt Stück für Stück anschlagen sollten oder den Wert auch wieder in eine Trendwende bringen. All das sind natürlich ganz interessante Faktoren, die im Biotech-Bereich eine Rolle spielen. Und wie zu Beginn erwähnt, ladet euch gern diesen Workspace mit den jeweiligen Tools, die wir hier speziell für die Radarscreen-Variante erstellt haben. Also wo man Alarmfunktionen bekommt bei gewissen Preisbewegungen, bei gewissen Volumenbewegungen, auch bei einem Anspringen im Optionsbereich. Das sind erste Anzeichen, dass hier ein Trend entsteht. Natürlich geht es dann auch weiter in die News, in die Bereiche der Aktie selbst, dass man hier nochmal auf gewisse Dinge achtet. Und wenn ihr noch Vorschläge habt oder Ideen, was hier zusätzlich noch mit hinzugenommen werden sollte, auch an Standardindikatoren, kann das natürlich alles ohne Probleme hier jederzeit mit ergänzt werden. Das ist ein Tool, was natürlich ja, flexibel gestaltbar ist, und mit den Verlinkungen zum Chart sind wir hier sehr, sehr schnell in dem Bereich, dass wir einfach mal schauen, welche Aktie hat denn gestern ja den interessantesten Zugewinn hier gemacht. Auch das kann ich mir daraus sortieren. Ich kann das automatisch sortieren lassen. Also das sind eigentlich den Möglichkeiten hier keine Grenzen gesetzt. Und wie zu Beginn schon erwähnt, es ist nicht nur für die TradeStation Global anwendbar, auch für TradeStation Securities, also für die TradeStation 10.0 und die TradeStation 9.5. Alle weiteren Informationen, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, wenn ihr unserem Kanal folgt und zu den einzelnen Details und zu einzelnen Beispielen sowie auch zu der
Partnerschaft, die ich am Anfang erwähnt hatte, mit Spezialisten im Biotech-Bereich, würde ich dann im nächsten Video noch einige weitere Details Ihnen mit an die Hand geben. Kommentare und Infos eurerseits sind natürlich wieder herzlich willkommen und freue mich dann schon auf das nächste Video. In dem Sinne viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.